Und ein zweites Spiel gegen Jota. Okay. Er farmt mich hier wieder. Das letzte fand ich sehr interessant. Auch sehr unüblich. So Hacker gegen Hacker, das hat man nicht oft. Okay, Quick Supply mit Marksman Sledgehammer gefällt mir eigentlich sehr gut. Und das nehmen wir auch. Da fackel ich gar nicht lang. Und das spiele ich auch sehr gern aggressiv. Kannst damit natürlich auch hinten aufstellen, aber ja. Ich glaube, damit stelle ich mich vorne auf. Wir gucken aber erstmal, was er so hat. Was ich natürlich immer gern mache, ist zweimal Sledgehammer direkt dazu nehmen. Und das könnten wir eventuell auch machen, wobei ein bisschen Schaff gegen ihn hier sogar besser wäre, glaube ich. Weil er halt hier Phönixe hat und Fangs auch noch. Von daher, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir hier so einen kleinen Jota-Opener machen, den er mal gemacht hat? Das heißt, wir holen hier. Jetzt muss ich mich erst daran erinnern, wie er das gemacht hat überhaupt. So, jetzt stellen wir erstmal die Tanks hier vorne hin. Beziehungsweise, ich glaube, ja, stelle ich die ganz vorne hin, will ich eigentlich haben. Nur mal. Genau, also dreimal Tanks, dann haben wir die einen hier so ein bisschen defensiv, die laufen dann hier so ran, beziehungsweise die können wir vielleicht sogar hier hinstellen, dass die dann hier so reinlaufen und das holen eventuell. Und die stellen wir einfach so auf, hätte ich gesagt. Wir müssen mal gucken, dass wir da halt noch einen Giant eventuell hier mal hinkriegen. Das ist nämlich auch immer noch so eine Sache. Wenn hier jetzt eine Bombe reingeht, nimmt er dann alles mit? Bin ich mir gar nicht sicher. Und der Jota-Opener war, dass er eigentlich nur ein Tankregiment holt, einmal sowas und dann gibt er hier einfach einmal Defense aus. Und so machen wir es jetzt auch. Und gucken wir einfach mal, wie es läuft. Was mir natürlich nicht gefällt, dass wir hier. Oh. Headbutt-Opener. Ja, jetzt kommen die natürlich ultra schnell hier auf die Tanks. Ist ein bisschen doof. Aber wenn wir hier noch ein bisschen Schaff hinstellen, könnte das besser aussehen. Deswegen braucht man halt eigentlich den Schaff, ja. Okay, den Tower haben wir. Vielleicht kriegen wir noch den zweiten Phönix. Das wäre auch glorreich. Jawohl. Und noch den Tower. Jawohl. Kriegen wir noch den Marksman? Ich glaube nicht. Ja, der Marksman auch noch. Also es ging ja noch besser als gedacht. So, gucken wir mal. Intelligent Marksman können wir hier eigentlich nehmen. Oder halt Missile Strike. Missile Strike ist halt auch ultra stark hier gerade drauf. Wir könnten aber auch Attack Marksman hier spielen. Das Problem ist nur, wenn er hier dann halt. Ja, wenn er hier drauf Schilde vergibt, ist dann nicht mehr so toll. Intelligent Marksman mit Assault Mode. Finde ich eigentlich klasse. Wir brauchen halt trotzdem noch Schaff, ja. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir stellen hier mal noch welche mit hin. Gerne würde ich ihm noch was in die Flanke stellen. Nehmen wir auch noch welche. Ah, die stellen wir hier hin. Die stehen jetzt nicht ganz so optimal. Und dann geben wir denen hier einfach ein Level. Und das ignorieren wir hier einfach komplett. Dann gucken wir mal. Ich schätze, er wird springen und das hier irgendwo so an die Seite setzen. Aber dann ist es halt so. Und vielleicht wird hier halt auch die Rakete nehmen. Aber ja, gucken wir mal. So, wo ist er hingesprungen? Ja, hier. Da müssen wir dann halt noch was machen. Da würde ich einfach noch ein Assman hinstellen und hier auch nochmal. Und dann müssen wir uns darum nicht mehr so kümmern. So, und die kommen jetzt. Ich hoffe, dass wir hier einen Großteil schon gekillt bekommen. Aber sieht nicht danach aus. Die werden aber den Tower bekommen, nur ist dann hier schon wieder alles hinüber.
Jawohl. Das ist halt auch, ich beobachte auch immer, was ich jetzt nicht so mache wie die absoluten Top-Spieler, ja. Zum Beispiel dieses viele Springen und so, das gefällt mir immer irgendwie nicht, weil ich habe immer das Gefühl, das ist nur so One-Trick-Pony. Aber ich meine, er überrascht mich dann, oder nicht wirklich überraschen, ich habe es ja vorhergesehen, aber er macht halt jede Runde irgendwie sowas Neues, ja. So, ein Wraith könnte man hier natürlich sehr gut noch mit reinspielen. Der räumt hier einen Schaft ziemlich schnell weg. Mustang kann man aber auch sehr gut spielen. So hinten dran, Level 3 Mustang. Ist auch nicht schlecht. Rhino. Auch gefährlich. Ich muss sagen, ich will hier die Level 3 Mustangs etwas lieber spielen. Und ich gebe den hier auch einfach mal Reichweite, aber es ist wieder so teuer. Jetzt macht man den hier. Also erstmal nehme ich hier noch zwei Marksmen. So. Dann nehmen wir noch einmal hier Fangs dazu, die ja langsam mit vorstapfen, ja. Also, so auf diese Weise. Ich stimme einmal hier hin. Der Marksman kommt von mir aus. Na, ich stimme einfach mal hier hin. So. Und auf der Seite brauchen wir auch was. Das heißt, da stellen wir den hier hin, der kommt dann mit vor. Jetzt können wir hier nichts mehr dazu nehmen, dann stellen wir hier halt eine Rakete. Können wir den eigentlich auch gleich nach vorne hinstellen? Was machen wir denn da? Wir könnten hier auch noch was vergeben. Wir geben mal hier Attack aus. Da haben wir eine Rakete. Spielen wir hier einfach eine Rakete so. Die flitzen hier wieder vor. Ja, also wie gesagt, gerne hätte ich hier noch Reichweite vergeben, aber man kann nicht alles haben. So, er hat jetzt hier ein fettes Rhino. Und stellt jetzt hier vorne die Phönixe hin. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hoffentlich sind die hier lange beschäftigt. Und die Rakete geht da drauf. Okay. Na, das Rhino ist ein Problem. Bin ich mir noch nicht so sicher, wie wir dagegen vorgehen sollen. Idealerweise bekommen wir halt ein paar Level auf den Marksman, aber das reicht halt nicht aus. Heavy Mustang. Tech Specialist ist halt sehr gut, ja. So, gegen den hier müssen wir unbedingt vorgehen in irgendeiner Form. Ist halt super teuer. Aber das können wir ja schon gut gebrauchen, so ein Boot. Stellen wir das einfach hier mit hin. Fällt mir eigentlich ganz gut. So, jetzt müssen wir ihn aber auch mal ein bisschen ärgern, weil er hat ja seinen ganzen Spaß und ich habe hier überhaupt nichts. Bedeutet, ich stelle ihm hier das nochmal hin, hätte ich gesagt. Der soll dann hier reinstapfen. Weil hier wird er halt sofort gekillt am Anfang und hier kann ich ihn zumindest nochmal hinstellen, dann können wir ihn vielleicht noch ein bisschen ablenken. So, und der soll sich darum kümmern, idealerweise. Und, ah, jetzt habe ich hier Schussrate nicht drin. Das hätte ich jetzt hier lieber. Aber Overload Artillery ist auch okay. Und gucken wir mal. Und die lässt er jetzt hier durchfliegen. Ja, ich habe hier wieder Löcher drin. Lass hier auch wieder was hinstellen. Und er hat jetzt hier ein Schild draufgesetzt. Ah, fies, fies. Und hier, das hat er weggebombt und dadurch geht sofort hier drauf. Die Mustangs sind hier halt ziemlich sinnlos. Ich dachte, ich komme halt durch und dann gegen die Fangs, ja. Aber hat halt so nicht hingehauen. Wenn ich durch die Rhinos nicht durchkomme, war es das halt. So, komm, noch eine Salve hier abfeuern. Komm schon! Nein, nicht auf die! Dann hat er mich niedergemetzelt.
Ah, hier, der eine. Der hat noch einen Tower geholt. Bin ich jetzt schon down? Das wäre reichlich unspektakulär. Okay, so Absorption Module, Haste Module, Smoke. Ich meine, Smoke kann man ihm hier einfach mal quer draufsetzen. Weiß nicht, ob das so viel bringt, aber besser als nichts. Lassen wir uns einmal mal quer hier hin. Jetzt ist natürlich die Frage, er wird jetzt sich hier durchmetzeln, höchstwahrscheinlich. Die könnten wir fast verkaufen. Andererseits, wenn ich die halt fertig mache hier, dann könnte es halt klappen. Also ich glaube, ich muss die spielen. Und ich muss die auch spielen mit Overlord Artillery. So, hier wird er wieder wegbomben wollen. Das heißt, idealerweise stelle ich hier noch sowas davor. Und verstärke das vielleicht noch einmal. Okay. Jetzt muss ich halt eigentlich sogar noch Kredit ausgeben. Ich will vielleicht noch ein bisschen Reichweite, den wenn man mal hier einmal noch verlangsamen, idealerweise. Ah, und hier stellen wir nochmal eine defensive Rakete auf. Ah, ich glaube nicht, dass das reicht. Naja. Na, er setzt das hier auch drauf. Okay. Bombt hier auch was weg. Hier unten hat dann Reiner stehen. Okay, und versucht jetzt mit denen hier an der Seite durchzukommen. So, wie klappt das hier? Er wird da durchkommen. Ja, klappt nicht. Und das hier ist auch einfach zu stark. Hat nichts gebracht. Ja, also was auf jeden Fall hier das Ganze entschieden hat, ist, dass er sehr gut mit den Manövern arbeitet, mit den Phönixen. Ja. Und man hat ja gesehen, er hat dann ständig Lücken gesucht und ich war dann hier nur am Reagieren und so richtig aktiv was machen konnte ich dann nicht wirklich. Und dieses eine Level 3 Rhino, ich weiß gar nicht, wie ich dann in der Situation drauf hätte antworten müssen, ja. Stehe ich am Melter hin? Wirkt total übertrieben. Aber ja, so ist es halt. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, hier, ne? Mit dem Schild drauf. Eigentlich finde ich die Overlords hier nicht schlecht, muss ich sagen. Aber selbst auf Level 1 hier gegen das Level 3 Rhino, da gewinnt man keinen Blumentopf. Und diese ganze Konstellation hier in diesem Headbutt-Szenario hat wirklich nicht gut funktioniert. Ja, die Crawler fallen hier zu schnell gegen die Arclights. Und ich denke auch, dass die Mustangs hier kein guter Pick waren. Das Ganze hätte wahrscheinlich anders ausgesehen, wenn ich vielleicht, ich weiß gar nicht, war es die Runde mit dem Rhino, dass ich das dort genommen hätte. Dann wäre das wahrscheinlich ganz gut gewesen. So. Oder zumindest besser. Und 10 Punkte verloren sind jetzt bei 1797. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.